6 Uhr morgens im Elefantenhaus des Tierpark Hagenbeck. Bevor der Tierpark seine Tore öffnet und die Besucher in die Freilaufhalle strömen, haben die Tierpfleger bereits den größten Teil der morgendlichen Arbeitsroutine hinter sich gebracht. Die Elefanten verbrachten ihre Nachtruhe in der Freilaufhalle, die jetzt aufwendig von Stroh, Heu und den nächtlichen Hinterlassenschaften gesäubert werden muss. Als nächstes steht die Morgentoilette auf dem Plan. Für die meisten Dickhäuter heißt das Hochdruckreinigung. Jungbulla Sam bekommt an diesem Morgen aber eine Sonderbehandlung. Bei der Handwäsche wird nicht der gesamte Elefant gereinigt, sondern nur einige markante Stellen. Hinter den Ohren, die Augen und die Füße. Fein, ne? Ja, Handwäsche machen wir ab und zu mal, um den Kontakt zu den Tieren nicht zu verlieren. Weil die Handwäsche ist immer noch ein bisschen direkter, als wenn wir jeden Morgen mit dem Hochdruckreiniger waschen. Da müssen wir ein bisschen Abstand halten, so von 30 cm. Hier mit der Handwäsche sind wir direkt dran am Tier, können es berühren eben alles und ist nicht so anonym wie der Hochdruckreiniger eben. Ne? Guck mal. Guck mal hier. Und mit Zähne putzen, ne? So. Ja, unsere tägliche Routine, Morgenroutine bei uns genannt, besteht eben darin, dass wir die morgens die Tiere erstmal alle aufstallen. Das heißt, die schlafen ja nachts in einer großen Freilaufhalle, kommen dann hoch, werden die alle erstmal ein bisschen festgemacht mit den Ketten. Das erleichtert uns ein bisschen die Arbeit. Und dann werden sie gereinigt, abgefegt erstmal, grundgereinigt, Heu und Stroh runter, Sand, dass sie sich vielleicht in der Halle auf den Rücken geworfen haben. Und dann kommt der Hochdruckreiniger, dann werden sie gewaschen. Eventuell danach noch ein bisschen Fußpflege, falls was anfällt. Dann kommen sie wieder in die Freilaufhalle, dann ist es 9 Uhr, dann kommen die Besucher und dann müssen sie wieder sichtbar sein. Während der Elefantenpfleger Michael Schmidt die Utensilien für die Fußpflege vorbereitet, schleppen die übrigen Pfleger bereits das zweite Frühstück für die Elefanten in die Halle. Nach der Hochdruckreinigung ist die Nagelpflege an der Reihe. Mowgli ist mit 52 Jahren die älteste Kuh in der Herde und hat altersbedingt die pflegeintensivsten Füße. Im Freiland ist es eben, dass der Elefant mehrere Kilometer am Tag unterwegs ist, um Wasser und Nahrung zu finden, was er hier im Grunde nicht braucht. Und deshalb müssen wir immer so im 3-Monats-Rhythmus dabei gehen und die Nägel immer mal wieder ein bisschen kürzen. Die Grundreinigung besteht aus Feilen und Raspeln der Nageloberfläche, damit keine Risse entstehen können, die den Elefanten Schmerzen bereiten. Auch die Nagelhaut wird zurückgeschnitten, damit sie nicht über den Nagel wächst oder Probleme bereitet. Damit ist die Morgentoilette abgeschlossen und die Dickhäuter wissen, dass sie gleich alle zusammen in die Freilaufhalle entlassen werden, bevor die ersten Besucher kommen.